Benötigen Sie ebenfalls eine neue Heizung für Ihr Haus, für Ihre Wohnung? Und Sie wissen nicht, was Sie nehmen sollen? Haben Sie schon was von so komischen Wärmepumpen gehört, so modernes Zeugs? Was alles nicht taugt, nur kaputt geht, Infraschall absendet und schlecht. Ja, nein, heute geht es um Wärmepumpen, wie sie funktionieren und warum sie, ja, die Zukunft für alle unsere Heizungen darstellen. Ja, dazu habe ich einen Haufen Equipment mitgebracht. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute geht es um Wärmepumpen. Wie es so heißt, Wärmepumpen pumpen Wärme. Ja, natürlich pumpen sie auch noch irgendein Medium, aber vor allem pumpen sie Wärme und zwar von einem niederen Temperaturniveau zu einem höheren Temperaturniveau. Das ist das, was die Menschen im Normalfall nicht verstehen und wo sie durcheinander kommen. Und hier habe ich zwei Gläser voll mit Wasser mitgebracht. Das eine ist kalt, kalt Wasser direkt aus der Leitung. Das andere ist, Heißwasser direkt aus der Leitung. Stehen jetzt schon 3 Minuten oder so mit der Vorbereitung. Und jetzt habe ich mir überlegt, wie kann ich das hier darstellen, wie warm die sind. Da habe ich also einmal so ein Strahlungsmesser. Der hat bloß das Problem, im Prinzip... Doch, 37 Grad. Und wenn ich hier drauf drücke, 18 Grad. Ja, das hat anfangs nicht gescheit funktioniert, weil im Prinzip der Laser geht ja durchs Wasser durch, aber er hat jetzt die untere Holzfläche schon so weit erwärmt von dem Glas, dass das funktioniert. Also 18 hat es nicht, es hat eher jetzt so 13, 14. Und das hat jetzt auch nicht hier 36, 37, sondern es hat eher so 40. Also das kommt so ungefähr hin und hier habe ich noch einen Bratenthermometer als Backup gehabt. Jetzt können wir mal gucken, was der hier dazu sagt. Aber die Bratenthermometer sind normalerweise im unteren Bereich nicht wirklich gut geeicht, ne? Weil die sollen ja bei 70 bis 200 Grad sollen die ja vernünftig sein, im unteren Bereich an die mächtige. Also jetzt sagt er hier 18,8 und fällt noch, 18,9 steigt wieder. Also so richtig zeigt dieses Bratenthermometer nicht an, aber dieser andere hat schon ganz gut funktioniert. So, also die Wärmepumpe sagt nun, ich pumpe von dem kalten Wasser in das Warme. Was resultiert? Das Kalte wird noch kälter und das Warme wird wärmer. Unser normaler Menschenverstand sagt, wenn ich die beiden Dinge zusammenschütte, da gibt es lauwarm. Ne? Das ist so. Das ist auch in der Thermodynamik nachgewiesen. Und um nun vom kalten Wärme zum Warmen zu transportieren, braucht man zusätzliche Energie. Das ist wichtig. Man stellt sich vor, Wärme wären Kügelchen und dann packen Sie mit einer Maschine die Kügelchen und schaffen sie rüber zu der warmen Seite und lassen dort die Kügelchen wieder los. Und um diese Kügelchen zu bewegen, brauchen Sie Energie. Und jetzt gibt es hier eine offizielle, mehr oder weniger offizielle Definition. Also ich stelle jetzt mal weg, das Wasser, was ich mal da, wenn ich mal ein bisschen Durst bekomme. Momentan, ich habe noch so ein bisschen einen Rest eines Hustens an mir. Vielleicht muss ich dann hier mal ein Schlückchen dran trinken. Also eine Wärmepumpe ist eine Maschine, die unter Aufwendung von technischer Arbeit thermische Energie, also Wärmeenergie, aus einem Reservoir mit niedriger Temperatur, das kann Grundwasser sein, das kann die Umgebungsluft sein oder, auf ein höheres Temperaturniveau anhebt und das typischerweise für eine Raumheizung verwendet. Und das ist die Umkehrung eines Kraft-Wärme- oder eines Wärmekraftprozesses, wie wir ihn aus dem Auto heraus zum Beispiel kennen. Ne? Wir kennen Wärmepumpen alle und die funktionieren seit 150 Jahren, und zwar Kühlschränke. Kühlschränke sind Wärmepumpen. Aus einem kalten Raum innerhalb des Kühlschranks pumpen wir Wärme nach außen, nutzen sie aber nicht, sondern lassen sie einfach so über den Kühler in die Raumluft entfleuchen. Und das ist also eine Wärmepumpe, die Wärme aus dem Kühlschrank nach draußen pumpt. Wie funktionieren sie jetzt? Und da kommen wir jetzt hier zu dem anderen Equipment, was hier steht. Sie benutzen ein Medium. Das heißt, sie benutzen irgendeine spezielle Flüssigkeit, Gas, am besten so knapp eines von beiden, dass man nun auf der einen Seite erhitzen kann
auf der anderen Seite abkühlen kann. Und dabei sollte es auch noch Phasenübergänge haben. Also es sollte von flüssig zum Beispiel zu gasförmig werden. Und so kann man jetzt, im Prinzip hier habe ich so ein Druckluftspray, mit dem ich so ein bisschen optische Geräte sauber mache. Compressed Air Spray. Und hinten steht dann ganz deutlich drauf, hochentzündlich. Also so ganz Luft ist es nicht, ja klar. Sondern was passiert mit diesem Spray? Da hat man also hier, hören Sie, ist eine Flüssigkeit drin. Und wenn man im Prinzip hier drauf drückt, dann kommt vorne mehr oder weniger Luft raus. Und wenn man ganz dicht rangeht, dann merkt man, das Ding wird kalt. Eiskalt. Und zwar, was passiert? Die Flüssigkeit, die unter Druck ist, expandiert. Und beim Expandieren wird sie gasförmig und nimmt für die Bewegung der Moleküle Energie auf und damit kühlt sie sich ab. Die Energie verschwindet in der Bewegungsenergie der Moleküle und damit wird es kalt. Was Ähnliches passiert hier mit diesen Druckkartuschen. Da ist jetzt irgendwie Butan, Propan, Pentan. Nein, Pentan nicht. Aber irgendwie so ein Gas ist da drin. Und von meinem Versuch mit den Lithium-Ionen-Akkus da zu erhitzen, kennen Sie hier diese Torch, Gas-Torch, also die Lötlampe. Und da steckt man unten so eine Kartusche rein. Und jetzt wird diese Flüssigkeit, wenn sie die unter Druck steht, darum hat die auch hier einen gewölbten Boden, die unter Druck steht, so wie sie den Druck verliert, wird sie gasförmig, wird dabei auch eiskalt, bloß dann steckt man sie an mit dem Luftsauerstoff und dann wird es richtig heiß, weil dann die Energie, Verbrennungsenergie frei werden kann. Auch hier wieder Unterschied zwischen Phasenübergänge zwischen Flüssigkeit und gasförmig. Also diese Flüssigkeit und gasförmig nutzt man recht gerne in der Technik, weil jedes Mal dort Energien durch die Erstarrung oder die Verdunstung oder Verdampfung frei werden oder aufgenommen werden. Das ist das im Prinzip das Wichtige. So, und jetzt Wärmepumpen werden in der Regel mit Medien, das ist von Wikipedia, mit Medien betrieben, die bei niedrigem Druck unter Wärmezufuhr verdampfen. Umgebungsdruck, Wärmezufuhr verdampfen. Und nach der Verdichtung auf einen höheren Druck unter Wärmeabgabe wieder kondensieren. So, das heißt, man hat jetzt, man bringt also nun so ein Medium mit einem Grundwasser in Verbindung. Dabei verdampft dieses Medium und nimmt Wärme vom Grundwasser auf. Das ist Sinn und Zweck, um diese Wärme zu transportieren. Dann hat man einen Kompressor, also so ein Ding, so ein Elektromotor brummt da vor sich hin als Kompressor. Damit erhöht man den Druck und die Temperatur nimmt wie bei der Luftpumpe am Radl zu. Ne? Und jetzt hat man die höhere Temperatur, die man jetzt an ein anderes Medium, was jetzt auf dem höheren Temperaturniveau ist, abgeben kann. Man hat also durch diese Verdichtung, hat man den Temperaturlevel erhöht, kann nun die Energie dort rausziehen, weil es immer nur von warm zu kalt geht. Also man muss wärmer sein, als dieses Wasser ist. Dann kann man die Wärme da rein übertragen. Und dann im Prinzip muss man jetzt bloß dieses Medium wieder dem Anfang zuführen. Und das funktioniert so, dass man nach Entnahme der Wärmeenergie nun auch den Druck reduziert durch eine Blende, durch eine Verengung in der Rohrleitung. Da wird dann der Druck noch reduziert und dann wird das ganze Ding am Ende auch noch flüssig. So, man muss einen gewissen Abstand zu den Temperaturen haben, sonst funktioniert es nicht. Und typischerweise nimmt man für diese Wärmepumpen heutzutage Propangas. Der Herr Linde, Karl von Linde, Ritter von Linde, der hatte also dafür größte Ehrung erreicht. Der hatte am Anfang, glaube ich, Ammoniak genommen. Ne? Ja. Also das Propangas wird im Verdichter durch einen Motor zusammengepresst und erhitzt sich dabei. Das heiße komprimierte Gas kann dann im Wärmetauscher seine Wärme an das Wasser der Heizungsanlage abgeben. Dabei kühlt sich das komprimierte Gas ab und kondensiert zu flüssigem Propan. Deshalb heißt das Ding auch Kondensator, weil er hinten flüssig rauskommt. Und dann geht es durch eine Drossel, also diese Blende, diese Engstelle im Rohr. Und dabei wird das Propan entspannt
verdampft dabei und wird deutlich kälter. Und jetzt lässt man das durch einen zweiten Wärmetauscher strömen, nämlich dass der mit Grundwasser betrieben wird, und kann damit diese kalte Temperatur jetzt wieder anheben. So, und damit transportiert man jetzt im Prinzip diese Energie von dem Kalten, die man da reinzieht. Dann bringt man die ganze Wärme auf ein höheres Temperaturniveau, zieht es raus und dann geht es wieder runter, kalt, und kann wieder frisch aufnehmen. Das ist ein schöner Kreisprozess. Und wie gut der funktioniert, das nennt man COP, Coefficient of Performance, neudeutsch. Und das ist im Prinzip die elektrische Leistung zur Wärmeleistung. Ne? Ich habe im Video zu unserem Wattestrom, wo ich das Video vom Professor Sinn mal interpretiert habe, wo der Herr Professor Sinn natürlich nicht recht hatte, weil er kein Techniker ist. Der hat gesagt, der Carnot-Wirkungsgrad ist fix. Nein, der Carnot-Wirkungsgrad ist nicht fix. Der hängt nämlich von der Temperatur ab. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Je heißer es in einem Verbrennungsmotor ist, umso besser werden die Wirkungsgrade. Drum gehen die in den Temperaturen mit den Dieselmotoren, mit den Automotoren so hoch es nur irgend geht und haben damit natürlich dann die Stickoxidproblematik, die ihnen jetzt auf die Füße fällt. Also hoch mit den Temperaturen, den Wirkungsgrad hochzubekommen. Und dabei entstehen die Stickoxide, was ihnen nachher in den Katalysatoren, die zu knapp ausgelegt sind, auf die Füße fällt. So, und dieser Coefficient of Performance von der Wärmepumpe ist ähnlich. Und jetzt kann man aber sagen, die geht umso besser, weil es umgekehrt ist, je geringer die Temperaturdifferenz ist. Je weniger man also hier, die Temperatur vom Kaltwasser aufs Warmwasser anheben muss, umso besser funktioniert das Ding. Ne? Dazu gibt es ein paar Formeln, die ich Ihnen hier mal geben will, diese Coefficient of Performance. 1 durch Eta, Eta wäre der Wirkungsgrad. Und da steht nun TW, das ist also die Warmwassertemperatur, geteilt durch die Warmwassertemperatur minus der Kaltwassertemperatur. Das heißt, das, was im Nenner steht, also rechts von dem Schrägstrich, muss vorher ausgerechnet werden, in Klammern. Und dann darf man erst die Division durchführen. Wenn man also Warmwasser 35 Grad für eine Fußbodenheizung hat, dann kann man jetzt nicht einfach dort Celsius einsetzen. Celsius ist keine, vernünftige Temperaturskala, genauso wenig wie Fahrenheit, sondern Kelvin ist die richtige. Und zwar beim absoluten Nullpunkt haben wir 0 Grad Kelvin. Das sind minus 273, ein paar verquetschte Grad. Das heißt, wenn wir nun von unserer Warmwassertemperatur 35 Grad Celsius auf die Temperatur in Kelvin haben wollen, müssen wir einfach 273 Grad dazu addieren und kommen auf 308 Grad. Die Kaltwassertemperatur mit 12 Grad, so diese Temperatur hat unser Grundwasser im Winter, sind 285 Grad Kelvin. Und jetzt rechnen wir den COP einfach aus mit 308 geteilt durch 308 minus 285 und kommen auf 13,4. Das heißt, mit einer Kilowattstunde elektrisch können wir im Idealfall 13,4 Kilowattstunden thermisch bewegen. Für diese Temperaturdifferenz von 23 Grad. Je geringer diese Temperaturdifferenz wird, umso mehr Wärme können wir transportieren, weil der Nenner in diesem Bruch kleiner wird. Je größer die Temperaturdifferenz werden soll, umso mehr geht die diese Coefficient of Performance geht dann zurück. Die Realität ist von diesen idealen Wirkungsgraden hübsch weit entfernt, genauso wie der Verbrennungsmotor von den idealen Wirkungsgraden sehr hübsch weit entfernt ist. Aktuelle Zahlen von Anbietern zeigen so Werte von 0,45 bis 0,55. Also gehen wir mal ungefähr von der Hälfte aus. Das wären dann, wie wir werden das, 6,7 oder so. Ne? 12, 7, 14, ja, 6,7. Das ist aber trotzdem schon eine super Zahl. Ne? Eine Verwandtschaft von mir hatte schon in der zweiten Hälfte der 80er Jahre sich eine Wärmepumpe eingebaut. Das war ein ganzer Kellerraum voll. Das war ein Höllenriesengerät. Und der hatte das Wasser, der wohnte direkt neben dem Fluss und hatte dort aus dem Boden das Grundwasser gezogen. Und der hat gerade mal einen Faktor von 3 erreicht. Also mit einer Kilowattstunde elektrisch hat er 3 Kilowattstunden thermisch bewegen können.
Nach 20 Jahren, solange ist die Lizenz für einen Grundwasserbrunnen, den man für diese Zeit gebohrt, hat ihm das Landratsamt diesen Grundwasserbrunnen nicht mehr erlaubt. Wop, war die Anlage weg. Ein Freund von mir, der hat sich in den 90er Jahren eine Doppelanlage gekauft, zwei so kühlschrankgroße Wärmepumpen, die eine ein bisschen größer, die andere ein bisschen kleiner, damit er die entsprechend des Wärmebedarfs hat fahren können, weil nur wenn man sie in einem vernünftigen Auslastungsgrad fährt, sind die Wirkungsgrade auch hoch genug. Nach 20 Jahren hat er Austauschmotoren gebraucht, da er Lagerschäden hatte. Das hat sich vom Preis her in Grenzen gehalten. Heutige Anlagen halten also Betriebsstunden von 35.000 aus. Das ist so ein typisch ausgelegter Wärmepumpe im Kernsystem. Und wenn man das Jahr 365 Tage mal 24 Stunden nimmt, haben wir 8.760 Jahresstunden. Nur ein Drittel vom Jahr braucht man überhaupt die Wärmepumpe und dann läuft sie vielleicht maximal ein Viertel der Zeit. Das heißt, wir hätten also so um 700 Stunden Nutzung der Wärmepumpe. 700 Stunden im Jahr, damit kämen wir 50 Jahre weit mit dem Ding, bis es kaputt wäre, ne? Also sollte man die Wärmepumpe nicht so groß wählen, sondern eher kleiner, damit man im Prinzip diese Nutzungszeit mit dem restlichen Anlagenzeit so in Übereinstimmung bringt. Meine Wärmepumpe, ich habe ein vergleichsweise großes Haus, ich habe ein Video über mein Hightech-Haus gedreht, wo ich Ihnen gezeigt habe, was ich alles da drin habe. Und meine Pumpe hat nur eine elektrische Anschlussleistung von 2,3 oder 2,4 kW. Das ist wenig, ne? Das ist gerade mal so ein starker Heizlüfter. Das ist meine elektrische Anschlussleistung. Aber thermisch ist sie nominell auf 13,4 Kilowatt ausgelegt. Das ist heftig, ne? In meinem Haus brennt kein Feuerchen irgendwo zusätzlich. Ich habe keinen Kachelofen, ich habe keinen Stückholzofen. Ich mag das nicht. Kein Kamin, kein Schornsteinfeger. Ich habe ein 30er Perlit Mauerwerk, 10 cm Vollwärmeschutz außen drauf, 24 cm Dachisolation. Oben ist am wichtigsten, Wärme steigt auf. Oben können Sie gar nicht genug drauf haben. Dreifach Glasfenster habe ich drauf. Also KfW 50, 55 Haus oder so müsste mein Haus sein. Ich lege sehr viel Wert auf Lüftung und habe keine Zwangslüftung. Also da dürfte ich den meisten Wärmeverlust haben. Ich habe einen Wintergarten extra, großen Glasflächen. Ich habe einen extra freigebauten Keller, über dem sich kein Haus befindet. Da habe ich auch noch Wärmeverlust. Den im Keller hat man früher unseren Whisky versandt, whisky.de. Und bei minus 20 Grad läuft die Heizung, ich sag mal, vielleicht drei Viertel. Jetzt also nachts minus 20 Grad, habe ich ein Video über einen Tesla bei minus 20 Grad draußen gedreht. Da läuft die Heizung morgens früh, ich sag mal so 75% der Zeit. Dazu habe ich einen 750 Liter Wasserboiler, weil man die Anlage nicht so oft an- und aus machen soll. Sondern wenn die konstant läuft, hat sie die besten Wirkungsgrade. Keine Anlaufverluste, keine Abschaltverluste, konstant laufen. Dann wartet man, bis der Boiler seine Temperatur halbwegs runtergekommen ist. Dann schaltet man die Wärmepumpe an und lässt die eine Stunde oder anderthalb Stunden, lässt die das wieder hochpumpen. Im Behälter, dann stellt man die wieder aus und arbeitet aus dem Wärmespeicher auf die Heizung, damit halt die Wärmepumpe immer im optimalen Bereich halt arbeiten kann. Zusätzlich speichert die Fußbodenheizung von mir eine ganze Menge. Und ich habe im großen Boiler noch ein zusätzliches Heizschwert drin. Ich weiß nicht, das hat 7,4 kW oder sowas. Das ist aber grundsätzlich mit den Sicherungen ausgeschaltet. Drehstromheizschwert ausgeschaltet. Damit mir nicht das passiert, was einem Bekannten von mir passiert ist, da ging die Wärmepumpe auf Störung. Das Heizschwert schaltete sich als Notfall ein. Und über den ganzen Winter hat die Eigentümergemeinschaft das nicht gemerkt. Im nächsten Jahr waren es um 2.400 Euro Erbe. Dumm gelaufen. Nee, bei mir soll dann, wenn irgendwas kaputt ginge, soll es dann im Haus auch tatsächlich kalt werden. Sollte man merken, dass Warmwasser nicht mehr so richtig warm ist. Und dann kann man in den Keller gehen und irgendwas tun. Kommt so gut wie nie vor. Gebranntes Kind scheut Feuer. Ich habe mir also dieses Automatik anschalten, habe ich mir da abgeguckt, dass das nicht passiert. Ne? Wenn die Wärmepumpe nun kaputt wäre, dann habe ich dieses Heizschwert mit 8 kW am Laufen und das läuft dann rund um die Uhr und müsste
ziemlich hingehen. Wenn es minus 20 Grad hat, dann muss halt der Keller dran glauben und der Wintergarten wird abgesenkt und dann werde ich damit auch noch Grad hinkommen. Das ist mein Plan B. Oh, ja, habe ich noch nie gebraucht, ist aber Plan B. Warmwasser ist nun anders. Warmwasser möchte man hier unten ja in einer höheren Temperatur haben. Da möchte man nicht nur 35 Grad wie für eine Fußbodenheizung haben, sondern da möchte man ein höheres Niveau haben. Man muss auch so hoch kommen, dass sich da keine Legionellen und sowas drin bilden. Ja, muss man aufpassen. Und früher konnten das die Wärmepumpen nicht. Da hatte man ein extra Heizschwert drin. Und das extra Heizschwert machte 1:1 aus Strom die hohe Temperatur fürs Brauchwasser. Das war für mich Verschwendung pur. Hat die Jahresarbeitszahl massiv reduziert, also den Mittelwert über diese ganzen Coefficient of Performance über das ganze Jahr gemittelt, mit allen Nebenverbräuchen, die man hat für Heizungssteuerung, für Pumpen, auch für dieses Heizschwert. Also diese Heizschwerte für Warmwasserbereitung haben also den Wirkungsgrad massiv runtergezogen. Schlecht. Meine Wärmepumpe war eine der ersten, wenn nicht gar die erste, die sich eine Besonderheit von diesen Verdichtern zu eigen gemacht haben. Und zwar, die Verdichter arbeiten in allen Bereichen, innen, außen, links, rechts, nicht gleich. Es gibt Bereiche, die zeigen etwas höhere Temperaturen und Bereiche, die zeigen etwas niedere Temperaturen. Das liegt daran, dass das Ding nicht unendlich groß ist, dass es Randeffekte gibt und, und. Und da zapft nun die Anlage an einer speziellen Stelle dieses heißere Medium ab und nutzt dieses heißere Medium, um speziell Brauchwasser zu erwärmen. Und da habe ich jetzt nicht einen extra Brauchwasserbehälter, sondern ich habe einen Schichtladespeicher und im oberen Bereich ist ein virtuelles Warmwasservolumen vorgesehen, das man einstellen kann. Das liegt bei uns auf 140 Liter oder so. Wir sind nicht die Bader, wir sind die Dusche, die Warmdusche. Und da gehen wir also nur mit diesem heißeren kleinen Teil, es sind nur 10-15% oder so von der Gesamtmenge, die da anfallen. Weiß nicht, ob das stimmt. Habe ich jetzt einfach so gesagt. Also es ist ein kleinerer Teil und damit erhitzen wir dieses Heißwasser dort und kommen damit in diesem Schichtladespeicher im oberen Bereich dann auf diese Temperaturen, die wir brauchen. Und das ist jetzt nicht ein erhitztes Warmwasservolumen, sondern nur ein virtuelles Volumen, denn ich habe dort einen Durchlauf-Wärmetauscher drin, der mir aus diesem heißen Bereich Frischwasser direkt erwärmt. Der hat eine Leistung, dass ich 2 Zapfstellen mit je 12 Litern pro Minute mit 40 Grad rausziehen kann. Das bringt der. Auch richtig mal nachgemessen. So, wir sind noch eine Zeit vor der EU-Regelung, wo also die Duschauslässe auf 9 Liter reduziert sind. Schauen Sie mal im Anschlussland, meistens kann man da einen Teil rausnehmen. Sondern 12 Liter, ich möchte ja schnell fertig werden, wenn ich ewig duschen müssen, falle ich wieder hin auf die gleiche Geschichte, das gleiche wie beim Staubsauger. Wenn ich jetzt auf einmal nur noch 1600 statt 2000 Watt brauche, muss ich halt etwas langsamer saugen, um die gleiche Leistung zu erzielen oder die gleiche Arbeit, Saugarbeit zu verrichten. Ne? Also das ist ein bisschen hirnrissig, was sie dort machen. Da bringen wir also 2 volle Leistungen raus. Wenn also nun 2 Leute duschen und einer noch heiß Wasser fürs Kochen braucht oder sowas, dann wird es an der Stelle dann ein bisschen enger. Da nehmen sie im Prinzip die Förderleistung zurück. Dann auf einmal, das Warmwasser etwas schwächer. Ne? Aber die Temperatur bleibt. Also Temperatur geregelt und dann nimmt sie den Durchfluss zurück. So, rechnen wir jetzt mal das Warmwasser raus. Nach der oben bekannten Formel und sagen jetzt, das Warmwasser hat 55 Grad, dann sind das 328 Kelvin. Das Kaltwasser hat nach wie vor von der Grundwasserwärmepumpe 12 Grad, macht 285 Kelvin. Und damit ergibt sich jetzt nicht mehr 13,4 als Coefficient of Performance, sondern nur noch 7,6. Also mit einer Kilowattstunde können wir theoretisch nur noch 7,6 Kilowattstunden Wärme transportieren. Auch hier fällt jetzt wieder ein Wirkungsgrad an, der vielleicht ungefähr bei der Hälfte liegen wird, wie am Anfang für die anderen Anlagen da rausbekommen, sodass wir da jetzt nicht mehr ganz auf 4 kommen, also auf geringere Werte. Ne? Jetzt nehme ich mal ein Schlückchen, dass das kalte, das warme war. So. Also bei den 35 Grad
Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung komme ich also auf 6,7 und bei den 55 Grad fürs Warmwasser auf 3,8. Und im Schnitt kommt durch diese Heißgasbesonderheit bei meiner Anlage die Anlage auf 5,5. Jo, das ist eine Zahl, die jetzt da mitten im Bereich des Möglichen ist. Ich brauche mehr Heizungswasser als Warmwasser. Und damit habe ich nicht den genauen Mittelwert zwischen 3,8 und 6,7, sondern schiebt sie ein bisschen nach oben. Also das kommt durchaus hin. Aber nicht zu vergessen, wir haben Nebenverbraucher, wie zum Beispiel Umwälzpumpen im Haus. Das haben Sie bei einer Gasheizung, bei einer Ölheizung, bei einer Pelletheizung haben Sie das auch. Also da diese Pumpen sind nicht ohne. Die betrachten wir jetzt an dieser Stelle nicht, weil das jede Heizung braucht. Ich habe aber eine Förderpumpe fürs Grundwasser, was andere nicht haben. Das ist also das Besondere an der Grundwasserpumpe. Und die hat eine Leistung von nominell 250, sie braucht weniger. Ich habe da mal Ampermeter dran gehalten, dreiphasig läuft die. Und die nimmt mir bei diesen 2,4 Kilowatt elektrischer Anschlussleistung, nimmt die mir also ungefähr 10% weg. Das heißt, von dieser Arbeitszahl von 5,5 Jahresarbeitszahl komme ich jetzt auf 5,0. So. Das mit dem Bohren war eine heiße Geschichte. Ich schaue mal, ob ich Ihnen hier ein Bild davon zeigen kann. 20 Meter Bohrgestänge. Wir haben hier, wir liegen 6 Meter über Starnberger See. Ne? Aber durch die eiszeitlichen Gletscher, die hier durchliefen, haben sich die Bodenschichten abgesenkt, dass wir also schon in einem Bereich liegen, ich bin so, was bin ich, so 70, 80 Meter vom See entfernt, wo die Schichten schon deutlich nach unten gedrückt wurden durch die Last der Gletscher, der Würmeiszeit vor 13.000 Jahren, sodass wir da erstmal runter müssen. Und da sind sehr dichte Schichten, die man erst durchbrechen muss. Und den Geologen, mit dem ich vorher da gesprochen habe, sehr netter Herr, der sagte mir, ja, das klappt alles, kein Problem. Und hat dann mit dem Bohrer gesprochen, 20 Meter brauchst du. Ne? Und dann waren sie am Freitagabend bei 18 Metern fertig, nee, bei 14 Metern fertig und staubtrocken. Nicht fertig, sondern Freitagabend, als sie heimgehen wollen, die fuhren wieder nach Thüringen zurück, 14 Meter staubtrocken und dann sitzt du da und sagst, 14 Meter? Wir sind doch jetzt schon hier 8 Meter unterm See. Pff, finden wir denn überhaupt was? Furchtbar. Ja, ein ganzes Wochenende da auf glühenden Kohlen gesessen. Bei 18 Metern am Montag kamen wir dann, wurde es leicht feucht, der Kiesel, und bei 20 Metern sind wir durchgebrochen. Und dann drückte das Wasser hoch bis auf 11 Meter. Und jetzt kann man nicht einfach Wasser entnehmen und die Kanalisation geben, nein, sondern man muss das Wasser der Grundwasserschicht wieder zuführen. Das heißt, man bohrt einen zweiten Brunnen, 10, 15 Meter entfernt, und führt da das Wasser wieder unten zu. Und wir pumpen jetzt auf einer Tiefe von 15 Metern. Wir haben ein 150 mm Rohr darunter gebohrt. Das ist dann gelocht und da drückt dann von außen das Wasser rein. Bei 15 Meter, das heißt, wir haben jetzt noch 4 Meter, dass das Grundwasser drüber steht. Das heißt, wenn mal der Grundwasserspiegel durch irgendwelche heißen Sommer oder so abgesenkt würde, 4 Meter, das passiert selten, ne? Eher gar nicht. Wir haben noch nie irgendeine Behinderung einer Leistung gehabt. Interessanterweise, im Sommer ist das Wasser unten kühler als im Winter. Das liegt an der Sonneneinstrahlung, die hier durch die Trägheit des Erdreiches ein bisschen nachläuft. Also im Winter haben wir 12 Grad, im Sommer haben wir nur 11 Grad. Ja, wenn man jetzt aus diesen 15 Metern das Wasser hochpumpen wollte, also mit dieser 250 Watt Pumpe, die zieht dann aber volles Rohr und fahr sehr lange. Das ist nämlich MAGMH, ne? Also die Masse da hochzubringen. Da bedient man sich des Prinzips von Archimedes. Und zwar hat man einen durchgehenden Schlauch von den minus 15 Metern, wo man ansaugt, durch die Wärmepumpe oder den Wärmetauscher der Wärmepumpe in den sogenannten Schluckbrunnen, das eine ist der Förderbrunnen, das andere ist der Schluckbrunnen, runter, wieder bis auf 15 Meter. Und dort lässt man das Wasser dann wieder raus. Und wenn man jetzt diese ganze Röhre voll hat, dann sind das kommunizierende Gefäße.
und man braucht nur noch die Energie, um die Reibung zu überwinden. Und deswegen, weil ich mich da von meinem Studium her dann doch relativ gut auskenne, weiß ich, je dünner die Schläuche, umso höher die Reibung. Und drum kamen die dann an und sagten, ja, und die Schläuche verlegen. Habe ich gesagt, nee, wir machen größere Schläuche. Wir machen mehr. Wir haben normalerweise nimmt man 1¼ Zoll, 32 mm, und wir sind auf, ich glaube, auf 50 mm gegangen, damit einfach die Reibung an diesen Schläuchen niedriger ist. Dann muss man aufpassen, dass die durchgängig sind, dass die nicht irgendwo gestückelt sind. Da hat man nämlich Absätze drin, da hast du da wieder Strömungsverluste und, und. Also da kann man optimieren. Und ich bin auch nochmal, denke darüber nach, zu gucken, dass ich die Förderpumpe mal moderiere und mal gucke, wie weit ich die runterregeln kann, dass die Leistung dann doch noch da ist, dass die Vorlauftemperatur sich hält, dass ich dann nicht mit einfach viel zu viel Leistung reindrücke. Ne? Mal gucken, was da so passiert. Ich weiß auch nicht, was die Wärmepumpe da selber macht. Die regelt angeblich die Vorlauftemperatur schon. Ich bin mir nicht ganz so sicher, was die tut. Ne? Gut, ich habe da nicht reingeguckt. Ja, so, das war dies, das war das. Verschleiß an dieser Pumpe. Bislang war an dieser Pumpe nichts, null, nada kaputt. Das Einzige, was passiert ist, die Förderpumpe im Brunnen unten, die war hin und zwar viel zu früh. Gut, ich habe jetzt aus Strafe einen anderen Hersteller genommen und ich bin von den 275 Watt, die sie vorher hatte, auf 250 runtergegangen. Und mit dieser Stromersparnis sollte ich den Austausch der Pumpe in 6,5 Jahren, glaube ich, wieder drin haben. Ja, trotzdem habe ich mehr Geld ausgegeben, hat mich geärgert. Ja. Mit meiner Jahresarbeitszahl von 5 kann ich jetzt folgende Rechnung aufmachen. Wenn ich 25 Cent pro Kilowattstunde bezahle, für meinen Ökostrom bei meinem Lieferanten Montana. Da schreibe ich ihn hier rein. Wenn Sie zu Montana wechseln wollen, gehen Sie bitte meinen Namen an. Dann kriege ich nämlich eine kleine Aufmerksamkeit von Montana. Und jo, Kleinvieh macht auch Mist. Dann kann ich also diese 25 Cent für den Wärmepumpenstrom durch 5 teilen und komme auf 5 Cent. Jo, es gibt Gastarife, die kommen mittlerweile so halbwegs an diese Werte ran. Aber dazu kommen dann auch Grundgebühren von 150, 200 Euro, die sie für den Gaszähler und so weiter extra bezahlen müssen, dann der Schornsteinfeger und so weiter. Dann die regelmäßige Wartung der Anlage. Aber dafür haben sie einen Vorteil, die Gasanlage ist billiger. Und ich habe mal ein Video über die verschiedenen Heizungsarten gedreht. Zwischendrin sind die Ölpreise abgestürzt, dass dann am Ende die Ölheizanlage wieder die billigere war. Mittlerweile steigen die Ölpreise wieder, sodass jetzt die Wärmepumpe wieder besser wird. Aber wenn Sie es mittel- bis langfristig betrachten, ist die Wärmepumpe immer die günstigste Lösung. Und deswegen setzt sie sich jetzt auch durch, weil sie einfach finanziell die bessere Lösung ist. Ne? Ja, das ist also das jetzt von meiner Wärmepumpe. Und jetzt gibt es noch weitere Formen der Wärmepumpe. Also die Kiste da mit dem Verdichter, der Drossel und Wärmetauscher, die ist immer gleich. Die sind anders ausgelegt, je nachdem. Wir haben zum Beispiel Wärmepumpen bei whisky.de, also bei unserem Versandhandel, und zwar nutzen wir die zum Kühlen. Nennt sich Klimaanlage und da haben sie den Verdunster draußen, den Kühler haben sie draußen und die Wärme nehmen sie im Inneren von diesen Geräten auf und da läuft jetzt nur ein Schläuchlein mit dem Kälte, nicht ein Schläuchlein, ein Kupferrohr oder zwei Kupferrohre mit dem Kältemittel nach draußen zu der Außeneinheit. Und das heißt, das kühlt ihnen nur die Luft. Das sind keine Klimaanlagen, die Luftschächte besitzen, wo dann sich Legionellen drin bilden und so weiter. Nein, sondern es sind rein allein Geräte, die es im Raum kalt machen. Wenn Sie im Raum Frischluft haben wollen, müssen Sie das Fenster aufmachen. Also in der Regel ist es so, Sie machen vormittags das Fenster auf, wenn es noch draußen, im Sommer, wenn es draußen noch kühl ist, haben schöne frische Luft drinnen und wenn jetzt auf einmal die Sache heiß wird, von draußen die Kälte kommt, machen sie das Fenster zu, schalten das Ding an, dann haben sie frische Luft und die wird jetzt runtergekühlt und wir betreiben diese Klimaanlagen, / Wärmepumpen natürlich mit der Photovoltaik auf unserem Dach. Da ist der Strom nochmal billig, weil ich würde ja nur unter Abzug des EEG, Neidsteuer, Gabriel, teils ja nur 10 Cent pro Kilowattstunde würde ich bekommen, wenn ich sie einspeise.
Die Anlagen dort haben jetzt nur drei, eine Jahresarbeitszahl von drei in diesem Kühlbetrieb. Und damit komme ich dann im Prinzip auf 3 Cent pro Kilowattstunde Kühlleistung. Ich kann sie auch in der Übergangszeit umgekehrt laufen lassen. Ich kann sie auch als Heizung laufen lassen. Und da zahle ich dann ja entsprechend auch nur 3 Cent pro Kilowattstunde, was billiger ist als das Gas, was wir beziehen. Ne? So. Schön ist mit diesen Klimaanlagen, die man auch als Heizung verwenden kann, dass man ja beim Ausfall der Gastherme, wir hatten dann eine ziemlich krattelige Anlage, Entschuldigung, ich bin noch nicht so ganz wieder da mit dem Hals, dass man dann, wenn die Heizungsanlage ausfällt, man über diese Wärmepumpen, also die umgedrehten Klimaanlagen, nun die Halle dann heizen kann oder Büroräume heizen kann. Sehr schöner Plan B zum Heizbetrieb. Das sind am Ende Luft-Wasser- oder Luft-Medium-Kühlanlagen. Und das kann man jetzt auch bei Wärmepumpen machen, indem man draußen so einen Luftwärmetauscher hinstellt. So, das heißt, man hat jetzt im Haus eine Wasserheizung. Warmes Wasser läuft durch den Fußboden, ja, oder die Wände oder was auch immer. Und draußen zieht man die Wärme aus der Luft. Man muss halt nur entsprechend viel Luft durchsaugen, weil Luft eine geringe Wärmekapazität als Wasser hat. Das heißt, man braucht einen relativ hohen Volumenstrom an Luft. Und wenn der jetzt da draußen mit 6 Grad kommt, dann kühlen Sie den runter bis auf 1, 2 Grad und haben Sie auch Ihre Wärme. So, Problem an der Geschichte, Temperaturdifferenz ist größer. Sie kommen jetzt nicht mit 12 Grad Grundwasser, sondern nur mit 5, 6 Grad Außenluft und müssen hoch auf die 35 Grad Fußbodenheizung. Das heißt, die Wärmepumpe muss sich mehr anstrengen. Der Coefficient of Performance ist schlechter und Sie müssen hier mehr Energie aufwenden. Noch schlimmer wird es, wenn Sie draußen Frostgrade haben. Dann können Sie zwar von minus 1 vielleicht auf minus 6 runterkühlen, die Außenluft. Wärmepumpe muss noch mehr schaffen. Und gleichzeitig steigt die Gefahr der Vereisung draußen der Einheit, ne? Dann große Ventilatoren drin, Luftstrom dadurch, Feuchtigkeit, kaltes Zeug. Ja, der Vereisung. Und dann muss man hin und wieder die Anlage anhalten, dann pumpt die andersrum und heizt das Ding, damit es abtaut. Und dann kann es wieder frisch reinziehen und so. Und dann sackt ihn die Arbeitszeit massiv ab, dass ich persönlich hier bei uns im Süden, wo es mitunter sehr kalt wird, von diesen Luftwärmepumpen in der Regel abrate. Im Norden an der See oder wenn Sie irgendwo an der Nähe von einem See wohnen, schönen Ausgleich von dem See haben, also an der Nordsee, grundsätzlich würde ich da mit einer Luftwärmepumpe arbeiten. Ich spare mir diese ganzen Bohrerei, was auch ein ordentliches Geld kostet. Und ich kann einfach hier so aus der Luft ziehen. Das Meer hält es grundsätzlich warm. Gut, hin und wieder haben Sie auch mal minus 20 Grad, habe ich auch schon an der Nordsee erlebt. Die Eisblöcke, die Eisberge lagen da vor Büsum in der Bucht. Das Meer war ganz weit draußen, aber kommt sehr selten vor. Ne? Und dann gehen diese Heizungsanlagen hin und heizen mit Heizschwertern. Da haben sie also eine Jahresarbeitszahl von 1 zu 1. Oder noch schlechter, weil sie ja Zusatzaufwand für Steuerung und Zeug haben. Ne? Also das ist nicht das, wofür das vorgesehen ist. Da sollte man dann doch lieber eine dritte Art und Weise verwenden, indem man jetzt einen, wo muss ich denn jetzt weitermachen, muss ich jetzt mal gucken. Da habe ich noch was vergessen. Ja, und zwar so, wie wir die Klimaanlage in der Firma auch als Heizung verwenden, kann ich zu Hause meine Wärmepumpe auch als Kühlung verwenden. Ich habe Bohrleitung in der Decke drin. Da kann ich jetzt nun drüber kühlen, wenn es im Sommer zu heiß ist. Aber das mache ich nur erst so ab 26, 27 Grad schalte ich das Ding an. Oder schaltet sich das Ding an. Und da muss man jetzt noch nicht mal die Wärmepumpe laufen lassen, sondern man kann einfach hier 12 Grad kaltes Grundwasser da durch die Decke pumpen und schon kühlt es einem ordentlich die Bude runter. Ne? So. Wenn man nun so eine Luftwärmepumpe hat, dann gehen viele Leute hin und sagen, ich habe einen Kachelofen und wenn es im Winter Frost hat, dann heize ich da ein. Oder ich habe eine ergänzende
ja, ein Stück Holzofen und heizt dann da ein. Klar, das macht Sinn. Ihnen bleibt die Warmwasserbereitung, wenn Sie da also nicht Wassertaschen in Ihrem Kachelofen drin haben oder so, wo Sie dann das Warmwasser auch noch rausbekommen, bleibt Ihnen das Aufheizen mit per Heizschwert von der Wärmepumpe immer noch. Und ich will mir diese Antiquität einer Holzheizung nicht antun. Die Verbrennung von Holz, Schadstoffe bis zum Abwinken, eine richtige Katastrophe. Die Holzheizung halte ich für das Schlechteste und Teuerste, was man sich antun kann. Auch Pellets sind da nicht viel besser, ne? Weil das da an Trocknung und Vorbehandlung dabei ist. Wenn Sie Holz aufbereiten, was Sie da an Diesel allein der Ernte und der Zerstückelung und des Transports des Holz auswenden, wow! Und dann haben Sie da die ganzen Schwefel, die ganz natürlich im Holz vorhanden sind, Schwefelverbindungen, die da rauskommen. Dann haben Sie Feinstaub bis zum Abwinken. Boah, ist das eine Katastrophe. Komme ich am Ende dann nochmal drauf. Unsere Nachbarschaft hat so sägeraue Holzwände, wie es in Oberbayern so üblich ist. Da hat man so Bretter aus dem Sägewerk geholt und die wurden an die Wand genagelt, statt Putz, weil es billiger war. Und da lagert sich jetzt der schwarze Feinstaub von diesem ganzen Stück Holzöfen ab. Ist das widerlich. Auf den Fensterbrettern, schwarz liegt es drauf. Ne? Wir haben hier nie keine Durchgangsstraße, die irgendwas groß liefern würde, ne? Da im Gewerbegebiet in Seeshaupt. Ist alles Stück Holz. Und wenn morgens jetzt die Leute einheizen, dann sieht man die Kondensationskeime, wenn es dann aufsteigt. Und dann hast du überall diesen Kunstnebel da drin, durch die Kondensationskeime der Holzheizungen. Wenn man schön morgens früh in den Bergen zum Sonnenaufgang ist, ne? Tollstes Wetter. Und dann macht einer irgendwo in irgendeiner Alm, in so einer Hütte seinen Ofen an. Das zieht sich über Kilometer und bildet einen Nebel aus. Boah, ist das eine Katastrophe. Nein, aus den Zeiten sollten wir endlich raus sein. Ne? Mit Holz heizen ist nicht umweltfreundlich. Das ist ein grüner mentaler Kurzschluss. Nein, nein. Also da bin ich komplett dagegen. Was jetzt besonders bei Wärmepumpen, kommen wir zu schöneren Dingen zurück, am Kommen ist, sind Sohle-Wasserpumpen. Warum Sohle? Nun, da ist ein bisschen Salz zugesetzt, damit das Zeug nicht gefriert, weil es draußen ist. Und da bohrt man nun dünnere Löcher, 60, 80 mm, bohrt man nun sehr tief in den Boden, minimal 60 Meter, maximal 99 Meter, weil ab 100 Meter braucht man eine baurechtliche Genehmigung vom Landesbergamt, weil es dann in bergrechtliche Dinge geht. Aber bis, sagen wir, 80, 85, 90 Meter können Sie locker runterbohren, das dürfen Sie. Und hat nun eine geschlossene Sonde, wo man nun diese Sohle runterpumpt, kalt. Die erwärmt sich nun im Boden und wenn sie hochkommt, ist sie warm geworden. Und man muss dann nun Salz mit drin haben, weil ansonsten kann das Ding, wenn es steht, kann es anfangen zu frieren. Ne? Da muss man aufpassen. Im oberen Teil nimmt natürlich die kühle Sohle, die dann nun runtergepumpt wird, von der Seite jetzt Wärme auf. Man hat ja im Prinzip eine Schicht, bis wohin der Frost reicht. Das geht bei uns bis, ich sag mal, 1,50 Meter. Weiter im Norden geht das bis 1,20 Meter oder gar nur bis zum Meter. Und wenn man da drunter kommt, nimmt es aus dem Erdreich schon die Wärme auf. Das ist im Prinzip die identische Wärme, die man vom Grundwasser her hat. Und je tiefer man nun runterkommt, umso mehr macht sich nun auch die Wärme des Erdkerns bemerkbar, der bei uns ja heiß und flüssig ist. Und die Erde steht nun in einem nicht statischen Gleichgewicht zwischen dem heißen Feuerball, auf dem wir sitzen. Unsere Erdkruste ist dünner als eine Eierschale, so wie das Eierhäutchen. Ungefähr so dick ist unsere Erdkruste auf unserem Feuerball. Und der steht nun im Gleichgewicht mit dem Weltraum, mit der Wärmeabgabe. Und damit ergeben sich ungefähr diese 12 Grad als Durchschnittstemperatur, die wir auf der Erdoberfläche haben. Und die überträgt natürlich auch auf die oberen Erdschichten. Und das ist das, was man dort ernten kann. Der Mars, viel kleiner als die Erde, hat längst die Wärme verloren, weil sie viel
weniger Isolation, weniger Wärme überhaupt seit der Entstehung des Sonnensystems drin hat. Und der Mond, nochmal kleiner, schon auch lange verloren, die haben wohl einen dichten Kern, das ist dieser Eisen-Nickel-Kern, der allerdings fest geworden ist. Und kann man messen durch Magnetfelder. Wenn du Magnetfelder hast, dann rotiert der Kern noch. Wenn du keine hast, rotiert der Kern nicht mehr. Hast du nur noch einen festen Brocken, der rumfliegen. So, jetzt ist die Temperatur von dem, was aus dieser Sohle rauskommt, in der Regel vergleichsweise niedrig. Man hat dann einen Wärmeübergang von, was sagt man so als Faustwert, 50 bis 100 Watt pro Meter Bohrung, oder? So ungefähr. Pumpt man dann darunter, 50 Watt, mehr nicht. Viel weniger, oder? Bin mir jetzt nicht ganz so sicher. Also man hat einen Wärmeübergang in die Sohle rein und unten wird es also heißer, geothermische Tiefenstufe, im Bergwerk unten hast du auch schon ganz schön heiß. Und dann kommt man warm oben wieder zurück. Aber dieser Wärmeübergang ist nicht ganz so einfach. Man kriegt normalerweise geringere Vorlauftemperaturen hin, wenn man nicht sehr tief bohrt. Und dann ist wieder die Anstrengung der Wärmepumpe wieder höher und der Coefficient of Performance, COP, der geht da zurück. Und man muss halt mehr Energie aufwenden, um die Wärme da zu transportieren. Aber man ist nicht darauf angewiesen, dass man hier ein Grundwasser hat. Um Grundwasser findet. Das Schlimmste ist, sie bohren, finden kein Grundwasser, haben sie mir das Geld ausgegeben und dann müssen sie was anderes machen. Also wenn es sie in der Nachbarschaft nicht wissen oder der Geologe sagt, das wird aber schwierig. Geologe gibt ihnen sowieso keine Garantie. Ja, das ist eh geschenkt. Wenn es aber schwierig wird und man hört das dann so, im Landtag sagt man nachfragen, wo es andere Wärmepumpen gibt und so, ob es für ihn überhaupt zulässig ist, eine Grundwasserbohrung zu machen. Siehe meine Verwandtschaft da an dem Fluss. Dann sollte man auf diese Sohle-Wärmepumpen umstellen, Sohle-Wasser-Wärmepumpen umstellen, weil da kriegst du immer Wärme. Ne? So, aber die dünnen Rohre, die da also 75 Meter runtergehen, 75 Meter hochgehen, das sind 150 Meter, und dann hat man nicht nur eine Bohrung, sondern zwei, A, um die Wärme hinzubekommen, B, um eine gewisse Redundanz zu bekommen, das sind dann 300 Meter, da hast du einen Druckverlust. Ne? Das heißt, hier hast du an diesen Abschwächung, Wirkungsgrad, Verlusten durch zusätzliches Equipment, kommt da auch noch was dazu, wo du hier im Prinzip dann verlierst. Ne? Dann hast du ein Medium mehr, du brauchst einen Wärmetauscher mehr, wenn die Grundwasserpumpe das Wasser direkt durch den Wärmetauscher leitet, musst du jetzt Sohle wechseln, Wasser, ja, weiß ich jetzt auch nicht, weil Salzwasser ist korrosiv. Ne? Also an der Stelle muss man genau gucken, was diese Wärmepumpen ausmachen, ob da tatsächlich mehr Aufwand dabei ist, ob die Dinger dann teurer ist. Das ist so einfach nicht rauszubekommen. Ne? Also da muss man ein bisschen Mühe sich machen. Und dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit, und zwar man kann im Gartenboden Schläuche verlegen. Das ist erdoberflächennahe Erdwärme. So irgendwie heißt das. Man geht da 20, 30, 40 Zentimeter unter die Frostgrenze. Also bei uns hier 1,50 Meter bis 2 Meter und im Norden entsprechend weniger. Und da braucht man im Garten ungefähr die doppelte Wohnfläche, doppelte Fläche, wie die Wohnfläche im Haus ausmacht. Und dann kriegt man da wohl ausreichend raus. Man hat aber wieder hohe Druckverluste über diese ewig langen Schlauchleitungen. Es gibt eine Menge Kritiker an Wärmepumpen. Das ist aber das Gleiche wie die Kritiker an Elektroautomobilen. Die haben sich nicht wirklich damit beschäftigt und die übernehmen Wirtschaftsparolen. Man spricht also von Infraschall und Magnetfeldern und ich weiß nicht was noch alles. Dass das Zeug immer kaputt ist und, und. Stellen Sie sich vor, das ist einfach eine Waschmaschine, die da unten bei Ihnen im Keller steht. Da ist ein Motor drin, der dreht im Schleudergang auch mal schneller. Die brummt so leise vor sich hin. Die ist natürlich mit Dämpfungselementen zum Boden gedämpft. Die Schläuche, wo es dann vom Garten raus reinkommt, das sind flexible Schläuche. Da wird auch nichts übertragen an Schwingungen. Die Durchführdichtungen durch den Beton, durch die Betonwand des Kellers, die sind auch flexibel, dass also auch kein Schall übertragen wird. Also dass ihnen da ein Infraschall in die Bude übertragen wird, das kann ich vergessen. Gibt es nicht. Ne?
Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn Sie so einen Stückholzofen haben, der knackt, knistert, ne? Oder eine Ölheizer mit dem Gebläse, so ein Raketenbrenner. Boah, das sind Lautstärken. Ne? Ach so, Verbrennung und Holz ist natürlich. Wärmepumpe nicht. Ja, wenn Sie auf dem Planet leben, wird es schwierig. Ne? Für mich ist ein laufender Elektromotor das Natürlichste von der Welt. Induktionsmotor, also bürstenlose Drehfeldmotor, hat der Nikola Tesla erfunden, und zwar vor über 150 Jahren. Das gehört zum Stand der Technik dazu. Das gehört dazu wie ein Feuerzeug, wie ein Streichholz. Das ist Teil unseres technischen Lebens, unserer Generationen, über Generationen angehäufte Fähigkeiten. Die Wärmepumpe selber wurde von, oder die Kältemaschine, drücken wir es so aus, wurde von Carl von Linde 1873 erfunden. Und wofür? Ja, für den Alkohol. Jetzt nicht so wie whisky.de mit seinem Whisky, sondern in der Bierindustrie. Na gut, man braucht ein Bier für Whisky, aber der Whisky stammt typischerweise aus Schottland, da ist es relativ kühl, dann brauchst du die Gärbehälter nicht zu kühlen für eine gleichmäßige Fermentation. Aber damals konnte man dann im Prinzip die Gärbehälter auf einer konstanten Temperatur halten mit diesen Kühlanlagen und konnte damit auch im Sommer ein gutes Bier brauen. So, und da war Carl von Linde, und der wurde dann, war Professor, einer der jüngsten Professoren, die es überhaupt gab, und der wurde dann, schoss der nach oben, dann wurde der geadelt zum Ritter von Linde und so. Hier in Höllenriegels Kreuz sitzt heute noch die Linde AG, Linde Group heißt sie jetzt. Ein Freund von mir arbeitet dort allerdings im Anlagenbau. Ja, ist also auch seit Generationen bei uns, verwenden sie bei jedem Kühlschrank. Und jetzt eine Wärmepumpe ablegen, dass sie einen zusätzlichen Kühlschrank im Keller stehen haben. Ja, also da müsste es schon sehr von gestern sein. Ne? Also es gibt überhaupt keinen Grund, hier in der Steinzeit mit dem Feuerchen zu bleiben, mit unter gefährlichem Feuerchen. Ja, und dann habe ich zum Schluss noch zwei Zitate hier rausgefunden vom Umweltbundesamt 2016. So, die sollten sich nochmal richtig sacken lassen. Die Feinstaubemissionen aus kleinen Holzfeuerungsanlagen, aka Kachelöfen, Stückholzöfen in den Wohnungen und Häusern der Leute, übersteigen in Deutschland mit etwa 24.000 Tonnen mittlerweile die aus Motoren von LKW und PKW. Okay, Milchmädchenrechnung, es kommt auch auf die Partikelgröße an. Und die Stückholzöfen, die bringen Grobstaub, ne? Und die Direkteinspritzer bringen echten Feinstaub, da PM2,5. Ne? Gut, aber soll zeigen, es gibt hier eine riesige Menge an Emissionen, und deswegen ist die EU auch heftig am Regeln, am Regulieren. Drum brauchen sie ab 2015 beim Neueinbau für solche Stückholzöfen brauchen sie TÜV-Klassifizierung, Zertifikate, dass die entsprechenden Feinstaub-Dinge runter sind. Ne? Deswegen läuft bei Ihnen der Kaminkehrer zum Holzstoß und misst bei Ihnen die Holzfeuchte. Ne? Zahlen Sie wieder extra für 6 oder 7 Euro. Ne? So ist das halt. Und weiter, Umweltbundesamt, Holzfeuerung ist mittlerweile die Hauptquelle von Rußpartikeln in der EU. Sie ist für rund 60.000 vorzeitige Todesfälle pro Jahr verantwortlich. 107.000 Tote in der EU durch die Stickoxide beim Diesel. Da hat noch niemand jemand gesagt, der ist aus Stickoxid gestorben. Das sind statistische Werte, die sich aus Einflussfaktoren ergeben. Es ist jetzt auch keiner an einem Rußpartikel direkt gestorben. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass er von den Partikeln aus seiner Zigarette gestorben ist. Es sind statistische Einflussfaktoren, und wenn man die Rußbelastung so und so viel Prozent senkt, dann sinken auch die Toten um so und so viel Prozent. Da gibt es Einflussfaktoren. Und so sind diese Toten auch zu berechnen. Sind Einfluss. Je mehr Rußpartikel sie aussetzen, umso mehr sterben die Leute. Ob zu sagen, Hinz, Kunz, Meier, Müller, du bist am Ruß gestorben, das kannst du nicht sagen. Du kannst nur Einflussfaktoren statistisch bestimmen, in Gegenden, wo mehr Ruß ist, in Gegenden, wo weniger Ruß ist. Und daraus kannst du hochrechnen, was wirklich passiert. Und einfach diese 60.000 jetzt zu ignorieren, das ist also vollkommen daneben, bar jeglicher Realität. Also das ist Vogelstrauß-Politik. Ich sitze vor meinem Kachelofen, alles wunderschön.
Schauen Sie sich mal an beim Kachelofen, was Sie da für schwarze Streifen so am Feuerloch hoch haben und so. Ist alles Feinstaub in Ihrer Bude. Atmen Sie alles ein. Ich brauche das nicht. Nein, ich brauche das nicht. Sterben sollen andere am Feinstaub. Tja, ich kenne mittlerweile in unserer näheren Umgebung, Bekanntschaft, Verwandtschaft, niemanden mehr, der sein Neubauhaus ohne Wärmepumpe bauen würde. Der ein oder andere gönnt sich noch einen Kachelofen dazu. Ja, ein bisschen Nostalgie. Die Steinzeit lässt grüßen. Aber durch die gestiegenen Zertifizierungserfordernissen und die ansteigenden Preise für diese zertifizierten Einsätze geht es auch mehr und mehr zurück. Und die Leute fragen sich wirklich, brauche ich noch einen Schornsteinfeger oder nicht? Ne? So, das soll es gewesen sein. Machen Sie mal Gedanken dazu bei einem kleinen Whisky am Abend, mollig warm zu Hause, wenn Sie die nicht brummende Wärmepumpe bei Ihnen zu Hause im Einsatz feststellen können. Tja, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.